Hallo? Hexe? Danke. Ist auf jeden Fall nützlicher als der Fallensucher jetzt gerade im Moment. Würde ich zumindest behaupten. Ja. Beschrei es halt, Daydream. Komm, komm, Spinne, geh mal dahin. Wächst aus dem jetzt auch wieder einer? Würde ich gerne. Ja, tut es, okay. Oder zwei. Boah. Warum wurde die Spinne nicht geheilt? Warum wurde die Spinne nicht geheilt? Hä? Ja, ups. Und nein, der Barde war kein Feigling. Ja, steh halt. Die kostet nicht wenig Wer Mana. braucht meine Hilfe? Nein, nicht der Fall. Jetzt habe ich keinen Mana Ihr mehr. steckt in Schwierig. Nein. Geh weg. Krieg ich Mana zurück? Nein, das dachte ich mir. Schießt das für eine ekelhafte blaue Scheiße auf mich? Irr. Und der Hund macht einfach mal gar nichts. Oh oh. Shit. Ah, komm schon, du verdammtes. Wenn jeder NPC jede Falle mitnimmt, dann schlägt das Gamerherz hoch. So, eine Runde heilen, vielleicht. Für alle, auch dich. Heilung. Genau, danke. Fast nicht übertrieben viele. Ich wäre mit der Spinne bestimmt auch gut bei den Wölfen durchgekommen. Das ging schnell. Boing! Euch bei. Sie braucht halt auch eine kleine Zeit, um einen ordentlichen Treffer zu landen, ich aber heile.
Aber der tickt dann ordentlich durch. Okay, reicht. La 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 la. Mist. Yeah, level up. Ich stehe euch bei. Du. Hat es ja nicht erreicht. Ja, sie hing hinter dem Baum fest und sie braucht wohl einen direkten Kontakt zu den Feinden. Wie das Elektrizität nun mal so an sich hat. So, erzähl das mal Tesla. Je stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit Nahkampfwaffen anrichten. Na gut, warum nicht? Hä, ich habe doch Stärke auch plus 1. Ja, hauen wir wieder alles auf Glück, oder? So schwach wie wir sind. Rhythmusgefühl. Brauchen wir im Moment unbedingt die, Ein gutes Rhythmusgefühl ermöglicht es dem Barden, magische Lieder virtuoser zu spielen und so die Werte herbeigerufener Wesen zu erhöhen. Kein Talent, voll gemein. Danke. Vielleicht noch mal, wo wir schon dabei sind. Perfekt. Ups. Ja, ich könnte mich selbst darum kümmern, ich weiß. Aber für etwas hat man seine Lakaien. Blitz, los! Alle tot. Stacheln machen halt auch bösartig Schaden. Ich heile. Gut. Dünger. Heilung. So, Spinny, du weißt, was zu tun ist. Und wieder bin ich siegreich. Auszeichnen ja gerade ich. So. Ich seht mich an, ich habe es geschafft. Ich, der Barde. Ja, aber da ist noch mehr, oder? So lobe ich mir das.
So, schön zu eng zusammenstehen. Ausgezeichnet. Zum Glück habe ich so ein Vieh wie meine Spinne nicht zum Feind. Boah. Perle. Landbesitzerkunde, cool. Und, sowas. Easy. Ich stehe euch bei. Habe mich gar nicht geachtet, wie viel die Urkunde gegeben hat. Ich heile. Ups. Ich leiste auch meinen Beitrag. Ich sammle die Samenkapseln auf, bevor neue Pflanzen entwachsen. Au. So ist es jeder einmal durch die Falle gelaufen. Können wir weitergehen? Feini. Heilung. Etage 3 von 10, keine Ahnung. Los, spiel Attacke! Los. Ich kümmere mich darum. Nein, nicht du. Danke. Silber. Was? Tore? Tor? Was finden? Schwere Handschuhe aus Dachsfell, die dem Träger ein wenig von der Stärke und dem Temperament. Ein hervorragend gearbeitetes Silbertalk, das die natürliche Schönheit seines Trägers betont. Aha. Schön. Au. Diese Falle. Mit die besser mitteilen, kann das sein? Oh. Hättest du mal lieber die Spinne weggeheilt. Aha. Ne, sie heilt jetzt vermutlich voll, weil ich jetzt halt 2 Punkte mehr in meiner Zauberkunst habe. Denke ich. Ja, gehst du hin, Spinni? Wer soll das sonst machen? Ich etwa? Heilung. Meine Hand liegt hier gerade bequem auf meinem Knie. Perfekt. Ja, ich weiß. Next. Oh.
Schade, dass es nicht auch durch Wände geht. Ich stehe euch bei. Gut, die Speicherpunkte sind schön großzügig verteilt. Das ist nice. Und yeah. Und Pistelzweig. Jetzt something. Au. Los, los, ran, ran. Keine Gnade. Schenkt ihnen nichts, nehmt ihnen alles. Ich heile. Ausgezeichnet. Voilà. Ups. Dann nehmen wir halt ein wenig Anlauf. So, Attacke! Geht's? Ich kümmere mich darum. Ja. Läuft. Ja, mal gucken. Ja, bitte. Die ungemein angenehm. Warum schreien Pflanzen überhaupt, wenn sie verrecken? Tot. Nein! Ich stehe euch bei. Ja, dann steh ein wenig näher dran. Oh oh. So nah nicht. Ja, genau! Ich stand nicht mal in der fucking Nähe. Ich heile. Okay, das war nicht so schwierig. War aber auch noch nicht alles. Oh, im Ernst. Au. Brunhilde, danke. Ups.
Ich werde euch verzaubern. Alle tot. Aha. Kein überflüssiger Gang ohne Secret. Was ist das? Steinkreis andenken. Heilen. Was war das schon wieder? Nein, nein, doch, doch, war wichtig. Au. Spitze des Waldturms. Nett. Wie versprochen, erwartete Hearn den Barden oben auf dem Turm. Bevor der Barde die Flamme des Turms löschen konnte, musste er jedoch erst das Leben des Wächters auslöschen. Ihr mögt es bis hierhin geschafft haben, aber jetzt endet eure Reise. Ja, ja. Macht euch bereit zu sterben. Sterben? Ich habe noch zu viel, für das es sich zu leben lohnt. Aber ein altes Unkraut wie ihr versteht sowas sicher nicht. Ich glaube, ich sollte hier mal kräftig jäten. Okay, Blitzi? Machst du was? Oh, kaum. Okay, kann nicht mehr Schaden anrichten. Mach nicht wirklich. Wo bist du? Die Ranken würden. Was? Nein. Fies. Okay, das ist wohl so der erste richtige Boss, wenn man so will. So, wo bist du? Komm, Blitzi, Blitzi! Oh, da ist er! Da ist er ja! Oh, shit! Heili, Heili, wo bist du? Heili ist tot. Neuer Heili. Wer braucht meine Hilfe? Glaube ich schon gar nicht so verkehrt. So. Ah, fies, dass mich das noch erreicht hat. Fies. Alles tot. Oh oh. Ah, fuck. Ja. Das Mana? Das kann ich nicht tun. Noch nicht. Zu wenig? Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Ja, das zielte natürlich nicht wieder automatisch. Wie kann mich das Gift da erwischen? Heili. Ich werde euch verzaubern. Ja, bitte. Okay.
Okay, jetzt hat er mich nicht erwischt. Ich stehe euch bei. Bleibt mal einfach hier stehen. Es kommt wieder einer von seinen Minions. Wir warten aber doch noch ein wenig, bis sich das Mana wieder aufgefrischt hat. Nein. Ich stehe euch bei. Oh, jetzt steht er da oben. Beziehungsweise sein Minion. Seine zwei Minions. Oh, fuck. Nein, Heili, warum du? Gut, nehmen wir den Kampf wieder auf. Los. Wer braucht meine Hilfe? Aber nicht so. Stagniert irgendwie, hä? So mal ein Mana-Trank wäre auch. Sau angenehm. Oh oh. Ja, ich ziehe auch nicht schlecht ab mit dem Bogen. Nicht viel, aber doch ein kleines Stück, dass man das doch ersichtlich ist. Und er hat schon lange nicht mehr diese ekelhafte Giftgasattacke gemacht. Das macht mich froh und glücklich. Vielleicht macht er die nur, wenn ich mich. Zermalmen! Nein. Hab nichts gesagt. Wo bist du? Wo bist du, du Mistsau, du Elendige? Werde euch verzaubern. Zermalmen! Nein! Mir scheint das Gift komischerweise überhaupt nichts auszumachen. Wo ist er da? Die Ranken würden. Ja, sollen sie doch. Das kriegen wir noch hin, das kriegen wir noch hin. Okay, ich hole die Heilerin erst, wenn das Gift wieder weg ist. Hab eh nicht genug Mana im Moment. Ja, sonst nehme ich das Schwert und hau dich mit der Hand kaputt. Ja, wunderbar, schön. So lobe ich mir das. Der Hund ist tot. Ich wusste, dass ihr mich nicht im Stich lassen würdet. Ja. Ich wette, das hättet ihr auch jedem anderen Kerl gesagt, wenn es einer so weit geschafft hätte. Im Vergleich zu euch waren die anderen viel zu aufgeblasen. Was? Mir schien es, als wären die meisten eher zu aufgespießt gewesen. Und doch habt ihr den Weg nach oben überlebt. Ja, aber dem Gärtner würde ich gern mal die Meinung sagen. Bleibt tapfer, mein Liebster. Ihr müsst jetzt zum zweiten Turm gehen, den ihr nach einer gefährlichen Reise durch die Berge erreichen könnt. Okay. Ich vermute, ihr habt nicht zufällig eine Karte der Gegend. Wenn ich nur eine hätte. Ihr werdet nach Kirkwall zurückkehren und mit Bov sprechen müssen. Oh, yeah. Sagt euch der Begriff Teufelskreis etwas? Er wartet auf euch und wird euch durch die Berge führen. Um in den Bergturm zu gelangen, braucht ihr ein anderes Instrument. Bov weiß, wo es sich befindet und kann euch unterwegs helfen, es zu bekommen. Super. Nehmt Hearns Geisterstein mit. Seine Kräfte ergänzen jetzt eure eigenen. Oh. Ihr solltet besser verdammt reich sein. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich besitze mehr, als ihr in eurem ganzen Leben ausgeben könnt, mein Liebster. Aber ihr müsst euch beeilen. Die nächste Fackel muss bald ausgemacht werden. Ja, apropos ausmachen. Würde es euch etwas... Beeilt euch, mein Held! Ausmachen, wie Markus die Maps jetzt zeigen. Schade. Ich hasse es, wenn sie das macht.
Der Barde hatte keine Zeit, sich auszuruhen. Dennoch waren die Gefahren des Turms nicht überwunden. Doch. 15 Natternsteine. Cool. Oh. Stimmt, das Ding heilt ja auch unsere Kumpanen, oder? Ja, hätte man drauf kommen können zwischendrin mal. Na, egal. Silber, danke. Okay, Artefakte. Schwere Handschuhe aus Dachsfell, die dem Träger ein wenig von der Stärke und... Der Söldner. Ein typischer Vertreter seiner Art. Ungehobelt, unhöflich und äußerst nützlich im Kampf. Und wieder einmal drängte sich ein Vergleich mit dem Barden auf. Cool. Oh, sehr interessant. Schlägt Feinde zu Boden. Cool. Die Donnerspinne hielt zwar nicht viel aus, aber sie konnte die meisten Gegner mit ihren Blitzen niederstrecken, lange bevor diese überhaupt zum Angriff kamen. Aber da stand doch gerade ein neues Artefakt, oder? Ein mächtiger Fernangriff, der sein Ziel durchschlägt, wird mit dem Talent Fernkampfwaffen eingesetzt. Hey, ich bin verwirrt. Das ist... Will ich kurz nachprüfen. Ja, halt einmal. Da kämpfe ich noch gegen ihn. Der Hund ist tot. Jetzt kommt das. Bla bla bla. Auch jedem anderen Kerl gesagt. Wenn. Tapfer, mein Liebster. Durch die Berge erreichen können. Ihr werdet nach Kirkwall zurückkehren und mit Bov sprechen müssen. Oh yeah. Sagt euch. Liebster, aber ihr müsst euch beeilen. Würde es euch etwas? Beeilt euch, mein Held! Ausmachen, mir mal kurz die Maps jetzt zeigen. Schade. Perkel. Ich hasse es, wenn sie das macht. Der Barde hatte keine Zeit, sich auszuruhen. Dennoch waren die Gefahren des Turms nicht überwunden. Doch. Neues Artefakt. Herne. Steht hier. Artefakt. 15 Natternsteine. Cool. Oh. Neues Artefakt. Herne. Schwere Handschuhe aus Dachsfell, die dem Träger ein wenig von der Stärke und dem Temperament des Tieres verleihen. Leider riechen sie auch wie ein toter Dachs. Ein Bruchstück des Lyrefail, auch Schicksalsstein genannt, der angeblich die Ankunft eines Königs durch einen Schrei voraussagt, wenn er auf den Stein tritt. Schwere Handschuhe.
Ist das ein Bug? Habe ich jetzt irgendein wertvolles Ding, das ich zum Schaffen des Spiels brauche, nicht oder so? Denn sonst gibt's hier nichts. Höchst befremdlich. Ich werde euch verzaubern. Gut. Dachte ich, müsste es den ganzen Weg nochmal. Ups. Oh, yay. Das wird bestimmt super lustig. In der Zwischenzeit sollte sich ein Fehler, den der Barde in Kirkwall begangen hatte, bitterlich rächen. Verfluchter Barde! Nur seinetwegen bin ich hier draußen, mitten in der Nacht. Verdammter Regen! Das machen handelsübliche Pferde nicht. Hör auf! Was? Bah. Okay, ich muss den ganzen Weg runterlatschen. Hier herüber! Wartet hier! Zurück! Ich bin Attacke. Direkt hinter ich euch, Schiff! Das hat bestimmt wehgetan! Sind die Typen so mächtig? Oder ist die Spinne plötzlich schwach? Die haben einfach eine Magieresistenz, stimmt's? Au. Aber die Spinne tut sich auch stunnen, das ist gut. Soll ich versuchen einfach durchzulaufen? Nee. Anders heißt, sie droppen auch nichts. Alter, mit einer Sense, wirklich? Hör mal auf! Okay, sie droppen was. Gesucht! Der Barde! Das bin ich! Pff, wirklich! Ich muss den ganzen Dungeon nochmal erkunden. Druidenhosen. Nett. Ich stehe euch bei. Na, haben wenigstens einer. Ui. Was schießt sie da für eine grüne Scheiße, ey? Na, und das war's mit der Heilerin. Ja.
Der braucht meine Hilfe. Ah. Ekelhaft, ne. Wer braucht meine Hilfe? Hey. Tot. Ja, kein Auto eben, oder? Nein, wozu auch? Warum auf den Feind zielen? Für was? Ich hatte mal das dringende Pfeil übrigens. Das macht gar nichts. Wird eh geheilt. Ich werde doch geheilt. Ja. Yep. Ich stehe euch bei. Nehmen wir doch mal die gute Schützin. Oder vielleicht den Söldner? Melde mich zum Dienst! Eventuell wäre der auch nicht schlecht. Hoppala! Volltreffer! Ja, hoffentlich auch. Stacheln! Ah nein. Hat sich erledigt. Ja, so lobe ich mir das. Vielleicht habe ich nur Auto-Aim, wenn die Schützin dabei ist. Kann das sein? Und das, obwohl ich die Augen geschlossen hatte. Könnte man ja mal gucken. Der Söldner. Ein typischer Vertreter seiner Art. Ungehobelt, leierst unhöflich du, dass jedes mal und äußerst runter, nützlich wenn ich die Seite im Kampf. Öffne. Und wieder einmal drängte sich ein Vergleich mit dem Barden auf. Die Heldin lesen, beherrschte die Armbrust mit tödlicher Präzision. Und war auch sonst äußerst geschickt. Sie konnte es mit jedem Mann im Kampf aufnehmen. Und vom Barden wären schon 10 seiner Sorte nötig gewesen, um mit ihr fertig zu werden. Ja. Schaden 1 bis 5. Der Söldner. Ein typischer Vertreter seiner Art. Ungehobelt, unhöflich und äußerst nützlich im Kampf. Und wieder einmal drängte sich ein Vergleich mit dem Barden auf. Die Aufgabe des Leibwächters war es, seine Schützlinge vor jeglichen Fernangriffen zu bewahren. Vielleicht hätte ihm jemand lieber einen größeren Schild kaufen sollen. Das stimmt. Schaden 1 bis 5, Rüstung 3 bis 7. Die Heldin beherrschte die Armbrust mit tödlicher Präzision. Und war auch sonst äußerst geschickt. Sie konnte es mit jedem Mann im Kampf aufnehmen. Und vom Barden wären schon 10. 8 bis 20 plus 5%. Ja, das ist halt schon was.